Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Spider-Man. So, in der letzten Folge haben wir ein bisschen Tutorial gemacht und jetzt müssen wir schauen, wie sie weitergeht. Ich wollte eigentlich schauen, ob man hier irgendwie Nebenmissionen machen kann, aber ich sehe hier gerade gar nichts. Also, das Einzige, was jetzt hier offen ist, ist anscheinend Hauptstory. Greenwich, mein anderer Job, Hauptmission. Okay, lass mal machen. Dann gehen wir mal dahin, dann müssen wir mal schauen, ob dann irgendwann mal Nebenmissionen kommen oder so. Dass wir uns auch hier in Spidey ein bisschen auftunen können. So, ich würde machen, mach mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Und dann würde ich sagen, Abflug. Und gleich gegen eine Mauer gerannt, super. Oder es tauchen vielleicht Nebenmissionen auf, wenn wir gerade zufällig vorbeikommen oder so. Ich weiß es nicht. Noch ziemlich am Anfang. Das werden wir dann schon sehen. Darüber, ich will nicht hier rüber. Okay. Okay, wir müssen rein. Ladesequenz. Sorry, ich bin zu spät. Wow. Sie haben schon angefangen. Die Direktorin der Fachkommission wird bald hier sein. Schon gut, Parker. Ich habe das alles erdacht. Ich komme schon damit zurecht. Die Energiedämpfer. Oh Mann. Sollen wir abbrechen? Noch nicht. Warten Sie! Dr. Octavius, alles okay? Ein weiterer Rückschlag. Aber wir sind nah dran. Ist jemand verletzt? Nein, das war alles meine Schuld. Die Energielevel waren höher als erwartet. In gewisser Weise ist das eine sehr positive Entwicklung. Es riecht aber nicht gerade positiv. Ich versichere Ihnen die nächste Phase. Lassen Sie uns nichts überstürzen. Können wir das vielleicht irgendwo anders besprechen? Nehmen Sie sich den Rest des Tages frei, Peter. Aber... Wir reden später. Das war eine Katastrophe.
Wie konnte der Dämpfer ausfallen? Der Doc hat gesagt, ich soll mir den Tag freinehmen. Aber ich muss rausfinden, was schiefgelaufen ist. Schauen wir doch mal, ob wir hier das Rätsels Lösung finden. Oh, das sieht übel aus, mein Freund. Okay, können wir noch was anderes machen? Nee, na doch. Mal sehen, was dir fehlt. Schauen wir hier mal. Octavius Industries. Okay, was ist hier los? Ergebnis Diagnosetest, Servo-Kontrollpfad beschädigt, Servomotor verbinden, Spannungssteuerung, Fehlschlag, okay. X um vorzufahren. Schaltkreis durchgebrannt. Oh, das? Verdammt, wenn ich das geprüft hätte, wäre mir das auch. Die Energiesteuerung des Arms ist beschädigt, zum Fortfahren X drücken. Stelle eine Verbindung zwischen dem grünen Startteil und dem orangefarbenen Endteil her. Zum Fortfahren X drücken. Okay. Wir haben. Warte mal, da kommt der Strom. Wir müssen dann hier hoch. Und hier runter. Okay, dann machen wir mal auswählen. Nehmen einmal diesen hier. Kann ich den drehen? Okay. So, okay. Dann nehmen wir noch einmal diesen hier. Drehen den noch einmal. Nehmen einmal diesen geraden. Diesen. So. Nehmen nochmal den geraden. Und nehmen einmal diesen hier. Und nehmen einmal diesen hier. Okay. Geschafft. Okay, verstanden. Okay. Okay. Muss die Servosteuerung umleiten. Einige Stromkreisteile erlauben nur Verbindung aus bestimmten Richtungen zum Fortfahren. Okay. Dann denke ich mal, dass wir hier rüber müssen, weil hier können wir den drehen. Ne, den können wir nicht drehen. Das heißt, wir müssen hier rum, hier runter. Okay, dann machen wir bitte einmal. Achso, das kommt da rein und geht da raus. Dann müsste ja eigentlich der passen. Drehen, genau. So, dann sagen wir ihm einmal bitte diesen hier. Und hier sagen wir ihm einmal. Sind die zwei gleiche eigentlich, oder? Diesen. Hier sagen wir ihm diesen. Hier sagen wir ihm dann diesen. Na. Das geht nicht. Okay, dann müssen wir ihm. Oh, hier haben wir gar keinen mehr. Diesen. Sehr schön. Okay, und jetzt? Okay, komplett repariert. Und jetzt die Spannung neu ausgleichen? Um die Spannungssteuerung einzustellen, musst du auch die Spannungsanforderungen erfüllen. Ach du Scheiße. Manche Stromkreisler verfügen über eine positive oder eine negative Spannung. Ja. Okay. Das heißt praktisch, Rot ist negativ, Grün ist positiv.
Das heißt, wir müssen hier den reinmachen, oder wie? Plus 2. Man wird schon passen. Das war kein Plan. Ach du Scheiße, Zielspannung. Da müssen wir hier den reinmachen. Den. Den. Okay. Fertig. Roboterarm. Okay. Mal sehen, ob es geklappt hat. Probieren wir es nochmal. So gut wie neu. Läuft, würde ich sagen. Doc hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Aber da haben wir Spektrographenstation, glaube ich, oder? Spektrograph einsetzen. Unbekannte Substanz gefunden. Doc hat einen neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet. Dein Ziel ist es, die unbekannte Substanz anhand ihres Absorptionsspektrums zu identifizieren. Okay. Muss ich praktisch die gleichen Striche da irgendwie reintun? Da ist ein Dreier-Ding. Das wird dann das hier sein. Muster gefunden, okay. Hydrogel-Polymer-Komposit. Stark, aber sehr hohe Impedanz. Doc sollte lieber andere Materialien. Was für ein Ding? Impedanz, oder nie gehört das Wort. Okay. Ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. Zusätzlich Spektrographobjekte verfügbar. Kann ich hier noch was machen? Was ist hier? Wir versuchen, die Prothesen-Hardware zu verbessern. Ich sollte mir ansehen, was Doc entwickelt hat und das nochmal prüfen. Gute Präzision. Minimale Greifkraft. Ja, die P und andere Belohnungen, wenn deine Projekte abschließt, sollen fortfahren. Mit deinem Fortschritt im Spiel werden weitere Stromkreisprojekte freigeschaltet. Okay. Bonus für den Abschluss. Ja, wie viel habe ich denn? Kann man die Greifkraft einstellen? Kann ich das Ding hier drehen? Nee, kann ich gar nichts machen. Schon besser. Zumindest keine Knochenbrüche bei einer Begrüßung. Doc wollte die Granularität des Aktuators verbessern.
Wunderschön. Ganz glatte Reaktion. Okay, mehr kann ich jetzt hier aktuell nicht machen. Okay, hier haben wir den neuen Move. Netzgriff, genau. Okay. Hier nochmal noch was. Können wir gleich ein bisschen üben, Leute. Was wollte Doc denn damit? Wunderbar. Sorge noch. Scheint ein weiterer potenzieller Kontaktwerkstoff zu sein. Müssen wir schon zwei reinlegen? Geht nicht. Bräuchten wir was mit 1? Alter. Warte mal, lass mal gucken. Passt der oder was? Ich weiß nicht, ob er passt. Könnte der dazu passen? Okay, der passt. Fehlt uns bloß noch der hier. Brauchen wir noch ein Zweier? Das müsste doch der sein hier, oder? Ah, okay. Das ist praktisch der Dicke ist immer doppelt gesehen. Oh, Hydrogel-IPN. Vielversprechend. Wäre bestimmt ein tolles Gewebe-Interface. Okay. Ja, aber können wir jetzt hier was machen? Fertigkeiten. Hier haben wir was freigeschaltet, wir haben aber nichts. Mission, das ist eine Hauptmission. Figuren. Okay, also scheint noch nichts zu sein. Karte. Karte offline, derzeit nicht verfügbar. Wie viele Laborfeuer hatten wir bisher, Otto? 3? 4? Daran sieht man, dass wir Fortschritte machen. Aus der Asche der Fehlschläge entsteht große Wissenschaft. Das ist praktisch unsere Hauptbase hier sozusagen. Optimismus ist wirklich nicht zu erschüttern.
Okay, ich würde sagen, wir gehen mal wieder raus und schauen, was draußen los ist. Spidey. Abgeschlossen. 250 EP. Und haben wir Level Up? Nee. Spider-Man, hier ist Yuri. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Was haben wir hier gemacht? Bin unterwegs. Ich stehe komplett in der Luft hier. Okay. 1800 Mede. Ja, wir haben hier keine Nebenmission. Ja, okay. Hm. Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fists Niederlage denkt. Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Hörer wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen. Zweifachen Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch! Und wie immer, wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen. Hier ist Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Dann mal gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie! Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er Wilson Fisk eingebuchtet hat, stimmt's? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger ist für alle gut. Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt, vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Nee, ich bin Klempner. Oh gut, dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe! Ich erkläre Ihnen mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er der nächste Pate ist. Es wird einen Bandenkrieg geben, aber interessiert das diesen bescheuerten Spinner? Natürlich nicht. Er war im Fernsehen und nur das zählt. Ha! Jetzt kann ich Kupferrohre kaufen, ohne jemanden zu schmieren. Bis zu dem Bandenkrieg bin ich auf der Seite des Spinners. Reden wir weiter, wenn drei neue Banden bei Ihnen Schlange stehen, um für das Rohr dreimal zu kassieren. Oder Ihnen die Beine zu brechen. Wiederhören! Eines Tages, Jonah. Ich krieg dich noch so weit, dass du was Nettes über mich sagst. Eines Tages. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Hm, ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Ich sehe mir mal den Turm an. Okay, ich denke mal, könnte es vielleicht so sein wie in Assassin's Creed? Dass wir jetzt hier praktisch Stadtteile freischalten oder sowas? Wir probieren es mal. Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert. Passe die Wellenlänge an, was? Thank you.
So ein bisschen länger. Achso. Was für ein Ding? Ach so, das ist schon fertig, oder was? Ein Turm ist gerade wieder online. Warst du das? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Ich muss, das passt jetzt. Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Ah. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut, ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. So, jetzt haben wir auch hier. Ah, das ist unser Stadtteil jetzt, okay. Und hier haben wir auch die Nebenmission. Dann machen wir das doch mal gleich. Los! Pass auf, okay? Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Hey, komm wieder runter! Magnumessangriff ab, sind die doch anfällig gegen Luftschleudern, Netz und Wurfobjekte. Fang an zu beten! Okay, geschoppt Einbruch, kam gesamt EP 65 bloß. Okay, erledigt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kerl. Ah, jetzt haben wir auch eine Karte unten. Was? Nein, 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 nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. Entschuldigung. Du bist also der Spitze. Verschwinde, Mistkerl. Ja, das ist sie. Ich sagte, verschwinde. Oh. Man scheint ein Dicker dabei zu sein. Lasst mich in Ruhe. Ganz ruhig, Lady. Fasst mich nicht an. Hilfe! Hilfe! Polizei! Lasst sie los! Mist, Spider-Man! Endlich ein richtiger Kampf! Alter, macht der Schaden. Sie ist tot. Lass mich los!
Tritt die gelbe vor die Cyberblitze L, um das Ziel anzuwählen, drücke R1, um den Gegner zu entwaffnen. Okay. Wieder was gelernt. Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenn ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich hab schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ. Das heißt Spider-Man, Ma'am. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel. Den zweiten Kontrollturm. Du kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Corp nie richtig verstanden. Er hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Ich kann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Okay, den zweiten Turm. Wie Assassin's Creed jetzt. Okay, was haben wir da hinten? Volltreffer! Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was schauen wir mal. Rucksack nehmen. Oh, wow. Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Okay, was können wir mit dem machen? Wie viele davon wohl in der Stadt verstreut sind? What the fuck? Für den Rucksack... Bessere Ausrüstung? Okay. Polizeirevier. Sind wir zu Hause? Hier geht noch nichts. Okay. 55 Stück. Oh, da habe ich was zu tun. Noch da? Es gibt einen Überfall, ein paar Blocks entfernt. Spider-Corp ist unterwegs. Halb Mensch, halb Maschine. Ganz Korb. Oh. Okay, Leute, ich würde sagen... Wir machen jetzt aber an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich werde vielleicht offscreen ein bisschen Rucksäcke farmen. Muss ich mal schauen, wie ich Bock drauf habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde ich mich sehr, sehr freuen und ja, unterstützt mich natürlich auch. Gut, dann würde ich sagen,
bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.